Herzlich willkommen vom Würstelstand bei Senf oder Ketchup. Heute haben wir drei Gäste, Vintage Vegas. Hallo, schön, hallo, dass ihr mir Zeit gehabt habt. Buongiorno. Das erste natürlich, was darf es zum Essen sein? Ja, traditionell würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Bei dir? Auf jeden Fall. Ich nehme einen Käsekreiner mit allem, bitte. Käsekreiner mit allem, bin ich voll dabei. Ich nehme auch einen Käsekreiner, aber ich habe gehört, dazu gehört, traditionell den 16er Blech. Das werden wir auch noch besuchen. Österreicher. Alles klar, kommt gleich, danke. Ihr habt euch 2013, glaube ich, getroffen zur Band. Wie war das? Wer hat da wen gekannt oder wie habt ihr euch getroffen? Also die Idee ursprünglich kam von Giovanni. Der hat mit Inan vor vielen Jahren zusammen das Popstars-Casting bestritten, wobei Inan unter die letzten 10 kam und Giovanni natürlich, wie es bekannt ist, bei Broses war. Und ich habe ihn getroffen bei der Geburtstagsfeier seiner Frau. Da habe ich in einer bekannten Bar in Köln Klavier gespielt und gesungen. Und an dem Tag, sagt er immer so schön, hat er mehr Augen für mich gehabt als für seine Frau. Das heißt was. Das heißt was bei der scharfen Brasilianerin. Ja eben, drum aufpassen. Vorsicht, scharf übrigens. Ja. Absolut. Und 5 Jahre später hat er angerufen und so entstand das Ganze dann. Du machst ja die Produktion, der auch jetzt vom neuen Album. Wie war das? Wie lange habt ihr da gebraucht? Du, das erste Album haben wir in 2 Etappen aufgenommen. Das war insgesamt fast ein Jahr Arbeit. Man darf nicht unterschätzen, allein die Big Band muss komplett arrangiert werden. Es muss ja für jedes Instrument, wir haben eine 18-köpfige Big Band, muss das Arrangement geschrieben werden, da geht man mit denen ins Studio innerhalb mehrerer Tage, nimmt jeden Titel auf, bis er wirklich perfekt klingt. Er muss nachgesteuert werden, dann gehen wir ins Studio, dann nehmen wir die Gesänge der Jungs auf, dann werden die Chöre aufgenommen, noch ein bisschen nachgearbeitet, editiert. Und das war dann wirklich fast ein Jahr Arbeit des ersten Albums. Und beim zweiten sind wir jetzt genau mittendrin. Wir haben schon mehr als die Hälfte im Kasten. Jetzt habe ich noch 2 Monate Hardcore-Arbeit vor mir und dann ist es auch im Kasten. Deine Helden, Dean Martin, Frank Sinatra, warum gerade diese beiden? Ja, weil die... Komm, sag's. Natürlich wegen dem italienischen Blut, ganz klar. Aber auch weil sie vereinen einfach Musik, was ich liebe, mit Gentleman-like, aber trotzdem etwas Mystisches. Ist da die Mafia im Hintergrund oder nicht? Wurden die gepusht oder nicht? Man weiß natürlich, dass da ein bisschen was passiert ist zu der Zeit. Aber sie hatten halt dieses Spitzbub. Ne? Die waren frech, die waren aber trotzdem charmant. Sie waren Gentlemen, sie haben Musik geliebt, sie waren schauspielaffin. Sie waren einfach die kompletten 360-Grad-Entertainer. Und so Jungs gibt es heutzutage fast gar nicht mehr. Du hast ja auch schon mit einigen bekannten Musikern gespielt. Joe Cocker, glaube ich. Ja. Shakira, Jennifer Lopez. Was gibt es da zu erzählen? Ja, das war... Wie sind die als Mensch? Also Joe Cocker ist natürlich, allein wenn er einfach da steht, ist er schon eine Persönlichkeit, die man selten trifft. Und er hat auch viel bewegt in seiner damaligen Zeit, wo er in der Hippie-Zeit, sage ich es mal so, Woodstock und so weiter. Und die größten Stars sind meistens auch die entspanntesten. Die sind meistens auch die bodenständigsten, weil sie schon was erreicht haben. Sie wissen, wie es ist. Bei schwierigen Zeiten, den Tiefen, die Höhen, alles erlebt. Ja. Und da kann man auch viel lernen. Giovanni, du wärst eigentlich fast Fußballer geworden. Du hast bei AS Roma in der Jugend gespielt, bei VfB Stuttgart. Warum hat es dann doch nicht gereicht oder geklappt mit der Karriere als Kicker? Und ich bin nach wie vor auch Linksfuß. Und die waren zu der Zeit, in der ich sehr jung war, in der Jugend waren die wirklich sehr, sehr beliebt und auch selten und rar. Und ich konnte offensiv spielen über links und auch defensiv, also meine Lieblingsposition ist eigentlich Linksverteidiger, Außenverteidiger. Und ich war für die Zeit damals schon ziemlich modern. Also ich habe sehr, sehr viel nach vorne gemacht und viele Flanken geschlagen. Und dann hat man mich beim VfB Stuttgart, hat mich dann die Roma entdeckt. Bei einem internationalen Turnier, was für mich natürlich ein Geschenk Gottes war, weil ich der größte Roma-Fan bin, der, glaube ich, unter dieser Erde, unter der Sonne rumspaziert. Mit dir zusammen Mit dir zusammen. Und das macht dich ja sehr sympathisch übrigens. Sie mein Lieblingsmoderator. Und dann hat man bei einem internationalen Turnier meinen Papa gefragt, der junge Mann gefällt uns. Dann hat Papa gesagt, das ist mein Sohn. Praktisch, war ja auch sehr praktisch, dass ich Italienisch spreche dann. Und dann bin ich einfach mit. Ich bin also praktisch allein nach Italien gezogen, zu meinen Großeltern. Und für meinen Vater war das eine tolle Ausrede, wieder nach Italien zu gehen, weil er wollte wieder zurück. Stichwort Fußball, wir bleiben dabei. Ich möchte jetzt von jedem von euch wissen, wer ist der Favorit für die Fußball-EM? Obwohl ich in Deutschland geboren bin, meine Eltern aus Polen stammen, schlägt das Herz immer ein klein wenig mehr für Polen. Aber da die Polen ja nie weit kommen, ist natürlich Deutschland mein Favorit.
Also meistens bin ich für, so für die Kleinen, für die nicht gerade die Favoriten. Österreich vielleicht, ne? Zum Beispiel Österreich. Also ich finde, gerade diese Mannschaften, die man jetzt nicht erwartet, dass sie jetzt wirklich gefährlich sein können, sind meistens auch gefährlich und überraschen auch meistens. Ich glaube tatsächlich, wie du auch sagst, die Österreicher haben diesmal tatsächlich die Möglichkeit, und da sage ich das nicht, weil wir im österreichischen Fernsehen sind, sondern weil ich das wirklich glaube, dass sie unter die besten vier kommen können, weil es eine unglaublich gute Mannschaft ist, weil sie toll eingestellt ist taktisch, weil sie funktioniert in sich und weil sie, glaube ich, auch eine gute Harmonie hat. Und das sind genau die Voraussetzungen, damit es funktioniert. Ihr habt jetzt schon ein bisschen mir einen Geschmack gemacht auf eure Musik. Könnt ihr uns irgendwas vorsingen? So? Lass den Wagen stehen, denn ich muss gleich gehen. Nimm du doch heute die Bahn. Bring den Einkauf mit, vergiss bloß nicht, ich esse nur vegan. Mach den Fernseher aus, bring den Hund mal raus, schau zu, dass du was isst. Hier noch schnell ein Kuss und ja, mein Schatz, ich weiß, dass du der Beste bist. Bravo, wunderbar. Ja, Jungs, danke mal für einen netten Besuch. Danke, viel Erfolg weiterhin mit eurer neuen CD. Das war's hier vom Würstelstand bei Senf oder Ketchup. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Und ihr sagt auch noch was. Ja, natürlich. Bussi und Baba von Giovanni. Inan. Und Tom. Und also natürlich insgesamt von Vintage Vegas. Buon appetito.